Was geht ab, liebe Gaming-Freunde? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Call of Duty. Ja, nehme ich eins mit, ne? Na klar. Davon auch bitte. Und davon auch bitte. Nein. Schockgranate? Warte mal. Ich kann aussuchen zwischen Schockgranate und Anti-Schwerkraftsgranate. Ich nehme die Anti-Schwerkraftsgranate, die ist geil. Alles klar. Jetzt habe ich es kapiert. Sucher voll. Alles klar, wohin jetzt? Gang voraus. Verstanden. Okay. Schalte den ab. Rechts. Kann da rechts einer kommen? Nein, sah nur so aus. Ahem. Wow. Okay. Das war ein Gerät. Das war kein Mensch. Ja, und wenn ich den nicht ganz wegmache, krabbelt er auch noch zu mir hin. Wow. Hallo, ich habe eine Überraschung für euch. So, was jetzt, hä? Deine Mama hat gesagt, deine Füße stinken. Stimmt das? Ja, antworten kann er mir nicht mehr jetzt. So. Oh, da kann man runterfallen. Da kann man sich aber gut verstecken, würde ich sagen. Ja. Alles klar. Wir sind aber nicht zum Verstecken hier. Ist die Waffe besser? Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Nähere mich dem Zerstörer. Ich brauche Waffenkontrolle und gelöste Halterung. Nur eins davon reicht nicht. Okay, Baby. Feindliche Schiffe deinem Sektor. Verstanden. Ich passe auf. Ende. Nehmen wir mal unsere komische Schrotflinte hier. Jetzt reicht's mir hier, ey. Ohne Witz. Oh, da geht überall was auf. Da geht überall was auf. Zum Schutz. Wow! Eieieiei. Okay. Gehen wir auch mal ein bisschen hoch. Ich habe auch gleich keine Munition mehr. Das ist echt ein Problem gleich. Na? Wow! Nein, die Spinne. Okay, doch. Ich wollte die Spinne eigentlich zurückrufen, aber... Naja. Alles gut. Ich habe keine Munition mehr. Verdammt, das ist ein großes Problem. Was ist das für eine Waffe hier? Wow! Kurz erholen lassen, ganz kurz. Okay, nochmal erholen lassen. Die Spinne nochmal rausschicken. Ja, sehr gut. Wow, Granate, weg da. Boah, das war knapp. Okay. Schießt da wie ein Verrückter. Bam! Der lebt immer noch. Ich glaub's nicht. Sein scheiß Schild. Okay, jetzt oder nie. Hm? Okay. Oh, bis du nachladest, ey. Alles klar, ich muss jetzt hier einmal alles auffüllen. Versucher? Schockgranate brauchen wir nicht. Obwohl. Nee, die andere ist schon geil. Die. Ja, wir lassen jetzt so.
Was haben wir da als zweite Waffe? Boah, die ist auch gut. Okay, die beiden nehme ich jetzt mit. Ich bräuchte aber Munition mal gleich irgendwann. Was war das andere? Splittergranate? Eine Sackgasse, Ethan! Durch den Zugangsschacht, oben links! Verstanden! Oh, Splittergranate ist aber auch richtig nice. Komm, nehmen wir mal die Splittergranate mit, oder? Ich weiß nicht so. Komm, lassen wir die... Komm, lassen wir so. Lassen wir so, wie ist es? Ja, wie lange... Ach so! Ich dachte schon, wie lange braucht dieses Fahrstuhl hier? Ich muss da hoch. Wir werden hier durchziehen. Okay, ich mache so schnell ich kann. Halt sie dir vom Leib. Eieiei. Okay. Da haben wir rechts nochmal. Ach du Ethan. Scheiße. Was geht hier ab? Okay. Was war das jetzt? Hat Ethan Danke, irgendwas Partner. Gemacht? Trotz dieser Lage genieße ich das, Sir. Ich auch. Okay. Da ist keiner. Okay, da hinten sind welche. Okay, die Splittergranate ist auch gut. Also war nicht ganz falsch, dass ich die geholt habe. Wow, Granate. Alter. Runter, 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 runter. Wow, 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 wow. Es geht ganz heiß zur Sache da unten. Alles sauber hier, Ethan. Gut geschossen, Sir. Ja, danke. Den Aufzug zur Feuerkontrolle nehmen. Es ist fast geschafft. Copy. Munition? Gibt's hier keine Munition? Okay, ich habe da irgendwas aufgehoben. Sie sollten an Ihrem Munitionslager vorbeikommen, Sir. Bestätigt. Was für ein Arsenal. Oh, da kann ich leider nicht rausschießen. Okay. Ethan, feindliche Truppen sind auf dem Zerstörer des Lieutenants. Sir, der Eingang zur Feuerkontrolle ist direkt voraus. Achtung, es ist bewaffnetes Personal im Raum. Personal im Raum. Alles klar. Roger. So. Alter, Alter. Von wo schießen die? Ich schmeiß mal überall erstmal was hin. So. Wir haben ja genug davon. Alter, ich kann da nicht hoch. Hilft mir mal einer. Okay, Kopfschuss. Das war ein Kopfschuss. Ich habe gesehen, wie sein Helm, sag ich schon. Sein Helm weggeflogen ist. Okay, ihr Pussys. Dann zeigt mal, was ihr alles drauf habt. Komm. Da unten ist auch noch einer. Okay, was heißt gefangen nehmen? Ich werde euch killen. So, liebe Freunde, liebe Gaming-Freunde, an alle, die gerade zuschauen, ich bedanke mich dafür und ich bedanke mich für den Support, dass ihr mich nicht allein lässt mit dem ganzen Projekt. Meine erste Folge... Leute, meine erste Folge hat sehr viel Aufrufe gehabt, aber da fragen sich einige, warum? Naja, ist alles okay so. Ich hab auch einen Facebook-Account und da habe ich über 2000, glaube ich, über 2000 Abonnenten. Da habe ich Werbung gemacht. An meinem privaten Facebook-Account habe ich Werbung gemacht. Und Freunde haben für mich Werbung gemacht, also und so weiter und so weiter. Daher kommen die ganzen Likes. Und... Warte mal, was ist das für eine Waffe? Ja, alles gut. Wow. Und... Zweite, dritte Folge und so weiter. Alter. Alter.
Alter. Okay. Okay. Ich glaube, ich muss hier wirklich mal weitermachen. Sonst kommen immer mehr Leute. Wow! Wow! Draufhalten, draufhalten, draufhalten! Alles klar, Metal 1! Scheiße! Hauptkonsole? Wo ist die Hauptkonsole? Captain, das Terminal! Machen Sie bitte schnell, Sir! Drohne? Captain, das Terminal! Machen Sie bitte schnell, Sir! Ja, warte doch mal! Ich muss erst mal gucken, was ich alles aufladen kann. Oder ich bin beim Terminal, Ethan! Du löst die Halterungen! Ich aktiviere die Feuerkontrolle! Sir, die SDF hat die Schalter für den Sperrmechanismus abgeriegelt. Ich kann die Relais von hier aus hochjagen und die Halterungen lösen, aber ich brauche Ihre Hilfe! Ich komme zurück! Keine Zeit! Kerninterferenzen können meinen Prozessor deaktivieren. Hacken Sie sich in mein System, um mich in Bewegung zu halten. Das Hackmodul einsetzen. Ich habe Sichtkontakt zu Ihrer Position, Sir. Okay. Ich bin drin. Sehr seltsam. Höchst ungewöhnlich, Sir. Was tun wir jetzt? Verteilerraum, folgen Sie den Rohren, Captain. Okay, ich glaube, wir sind jetzt bei Ethan drin, oder was? Folgen Sie den Rohren, oder was hat er gesagt? Habe ich richtig verstanden? Rohre? Diese Rohre führen zum Verteilerraum, Sir. Ray, es nähern sich SDF-Zerstörer. Die Halterungen lösen oder wir sind tot. Ja, warte. Ich komme. Los, Ethan. Sie sind ein statisches Ziel da draußen. Wir entfernen die Sicherungen, überladen die Schaltkreise, schmelzen die Relais der Schiffssperrung. Ethan, wieso brauchtest du mich dafür? Der Kern ist elektromagnetisch. Der Schock kann meinen Prozessor deaktivieren. Ich werde Hilfe brauchen, um mobil zu bleiben. Okay. Ach du Scheiße. Ich muss in den Verteilerraum, dann kann ich die Überladung rechtzeitig starten. Mein Chassis kann weit höhere Temperaturen aushalten, Sir. Weiter, die Zentrale ist direkt voraus. So, ziehen einmal. So, das geht schon mal ganz einfach. Also, in einem Körper von einem Roboter ist es recht einfach, einige Sachen hochzuziehen. Was tun wir jetzt? Induktionsspulen in meinem Hart. Nehmen Sie den Kondensator und den Also, immun gegen Strom sind wir auch irgendwie? Ja, ich mach ja schon, komm. Was für eine Power. Sieht aus, als ob er überlädt. Nichts wie raus hier. Nein, Sir. Der Kern hält noch stand. Wir brauchen mehr Energie für die Zündung. Meine Selbstzerstörung, Sir. Nein. Wird den Kern zünden. Durch die folgende Kettenreaktion werden die Halterungen gelöst. Nein. Es muss einen anderen Weg geben. Ich fürchte nein, Sir. Ich verstehe den Konflikt, Captain. Ich bin bereit. Versprochen. Alter, Ethan. Nein, Ethan, da muss doch... Muss ich da irgendwo reingehen? Ja. Sir. Tun Sie, was getan wird. Wir okay. Es war mir eine Ehre, Sir. Scheiße. Scheiße. Die Ehre war ganz meinerseits, Metal 1. Ace, wir sind mobil. Aktivier die Feuerkontrolle. Die Feuerkontrolle steht. Du hast die Steuerung. Verstanden. Feuerkontrolle. Das Ziel ist markiert. Feuer auf meine Position. Reyes, du musst dort sofort verschwinden. Feuer auf meine Position, Sorter. Das kann ich nicht sehen. Nora, beende die Mission. Das ist ein Befehl. Waffen freigegeben. Alle Stationen. Kriegsschiff hat Achtungsfreigabe. Oh, shit. Waffendrehung auf Fünf. Feuer konzentrieren! 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 Feuer konzentrieren
Informationen. SK-1-1. Blinde Übertragung. Werf zerstört. Reyes, bitte komm! Raider? Nick? Nick, hörst du mich? SDF, Schiffswerk zerstört. Verluste 763, Überlebende 4, Mission erfolgreich. Beide Offiziere waren sich der Gefahr bewusst. Und trotz hoher Verluste planen und führen sie mit unerschütterlichem Pflichtbewusstsein einen erfolgreichen Angriff aus. Commander Reyes und Lieutenant Sorter riskieren ihr eigenes Leben und das ihrer Crew mit einem Nahkampfeinsatz gegen überlegene Feuerkraft. Die Operation eliminierte eine entscheidende Zahl von feindlichen Schiffen und zerstörte die Orbitalwerft der Siedlungsdefensivfront. Die Offiziere demonstrierten die höchsten Traditionen des Marinedienstes. Friede den Gefallenen. In Gedanken an Jamie Egerton. Ruhe in Frieden. Ruhe in Frieden auch Yusuf Omar, Ethan und wie ihr alle noch warte mal, jetzt kann ich noch was machen. An meine geliebte Frau Sarah, meinen Sohn Noah und meine Tochter Abby. Wenn ihr das lest, bin ich, und das kann ich mit Gewissheit sagen, für eine gerechte Sache gestorben. Der Krieg kostet mehr als ein Menschenleben. Und ich habe meines gerne für die Verteidigung meiner Männer und Familie geopfert. Abby, es tut mir leid, dass ich mein Versprechen nicht halten konnte, dass ich nach Hause zurückkehren würde. Der Glaube an deine Zukunft gab mir die Stärke, das, was uns lieb und teuer ist, zu schützen. Du wirst immer Papas kleines Mädchen sein. Noah, bleib immer aufrecht und ehrlich. Steh zu deinem Wort. Setze Gewalt nur als letzte Maßnahme ein. Du bist jetzt der Mann im Haus. Sarah, beschütze unsere beiden Kinder und bitte vergib mir, dass ich euch allein gelassen habe. Wenn mein letzter Atemzug nicht auf dem Schlachtfeld gewesen wäre, dann in deinen Armen. Behalte mich immer in deinem Herzen. Okay, Leute. Also ich muss ehrlich zugeben, da ist schon jetzt was Trauriges dran. Hätte ich nicht gedacht, dass Call of Duty auch jetzt solche Szenen hat, wo man Gänsehaut bekommt, ne? Also, ja, wir hören uns auch mal die anderen an, in Ehren. Ja, ich sag's gleich nochmal meine Meinung zum Spiel, aber vorher, also ist mir wichtig, dass wir die Dinger mal anhören. Die sind nicht umsonst gestorben. Und wenn euch meine Meinung wichtig ist zum Spiel, dann bleibt dran und ja. Schauen wir mal. Fahren wir mal links an. Für meine liebe Frau Olivia und meine Tochter Nisrin. Wenn ihr das hier lest, komme ich wohl nicht mehr nach Hause. Ich war auf den Tod vorbereitet. Ich hoffe, ich bin würdig gegangen. Meine Zeit ist zu Ende, aber ich war doch so gesegnet. Ich habe die perfekte Frau geheiratet. Ich erwarte eine Tochter. Was könnte ich noch mehr verlangen? Ich liebe dich, Olivia. Zeig unserem Baby die Welt und umarme sie von mir. Erinnere sie an ihren Papa. Und bitte, hab nie Angst davor, wieder dein Glück zu finden. Nisrin. Hallo, mein Schatz. Ich musste auf diesen Einsatz, bevor du geboren wurdest. Es tut mir leid, dich nicht aufwachsen zu sehen. Dein Papa wollte die Welt etwas besser machen. Deshalb gibt es dich auch. Betet für mich und versucht jeden Tag etwas Gutes zu tun. Lebt wohl, meine Lieben. Viktor. Oh Mann, Ruhe in Frieden, Lieutenant Gator.
Jetzt gehen wir weiter an McCullen. Kinder. Da ihr diesen Brief nur im Falle meines Todes erhaltet, ist dies sicherlich ein trauriger Anlass. Aber bitte seht es nicht so. Für mich war unsere Existenz auf der Erde, die Zeit, die wir Leben nennen, stets ein Geschenk, das wir zur Erfüllung einer größeren Sache als uns selbst einsetzen. Jeder stirbt eines Tages. Man muss den Tod nicht fürchten. Ich habe meinen Job geliebt, aber den Krieg gehasst. Doch die wahre Mission, die ich jeden Tag insgeheim ausgeübt habe, war der Schutz von euch beiden. Vor allem und jedem, der eure Gesundheit und euer Wohlbefinden gefährden könnte. Versprecht mir, euch gegenseitig zu beschützen und genießt euer Leben in vollen Zügen. Ich liebe euch über alles. Mama. Ja, ruhe auch du in Frieden. Oh Mann, Ethan. Ethan war die ganze Zeit treu an meiner Seite. Den hören wir uns auch nochmal an, auf jeden Fall. Sir, wir sind hinter feindlichen Linien, mitten in der Schlacht. Sie haben einen Befehl gegeben, von dem es möglicherweise keine Rückkehr gibt. Sie taten, was getan werden musste. Ich bin stolz auf Sie. Sie sind der geborene Anführer, Sir. Heute war einer der schlimmsten Tage der Geschichte. Aber wenn ich das so sagen darf, der beste Tag meines Lebens. Ich habe alles getan, wofür ich ausgebildet wurde. Und noch mehr. Zusammen haben wir für die gute Sache gekämpft. Über Titan sagten sie, wir seien Brüder. Ich wollte immer wissen, wie es ist, eine Familie zu haben. Jetzt weiß ich es. Admiral Rains hat gesagt, ein Soldat ist nur so gut wie seine letzte Mission. Wenn das hier unsere ist, dann bin ich sicher, dass wir verdammt gut waren, Sir. Besser in Flammen aufgehen, als zu Rost zu zerfallen. Metal 1, Ende. Yo, Ethan, was soll ich sagen? Ich glaube, die Botschaft von Ethan war an Race, also an uns. Aber wenn Enno wüsste, dass ich auch draufgegangen bin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Navy hat mein Leben zur Fernbeziehung gemacht. Alles, was ich liebe, ist so weit weg. Mein Haus, meine Tiere, du. Ich habe eine wichtige Aufgabe und bin zu allem bereit, selbst hierzu. Die Armee hat mir nicht mein Leben gestohlen. Ich wollte es so. Ich weiß, es ist nicht leicht. Weine nicht um mich oder uns. Weine um eine Welt, die nicht im Frieden ist. Du bist alles, wovon ich je geträumt habe. Wenn ich an dich denke, rast mein Herz. Ich grinse, ich lache und alle sagen mir, dass ich glücklich aussehe. Das bin ich auch. Ich habe dich. In Liebe, Yetide. Ja, liebe Yetide, auch du Ruhe in Frieden. Sir. Ich weiß nicht so recht, wie ein Sohn seinen Vater grüßt, wenn er ihn eine halbe Ewigkeit nicht gesehen hat. Hallo, Papa. Ich konnte über die Personalabteilung in Washington endlich deine Adresse finden. Ich musste ihm sogar meine Geburtsurkunde zeigen. Ich möchte, dass du weißt, dass ich deinen Fußstapfen gefolgt bin. Ich bin zur Marine gegangen. Ich dachte, das würde dich stolz machen und wir hätten etwas, worüber wir reden könnten. Ich habe mich als Scharfschütze ausbilden lassen, aber mit der Zeit wurden meine Augen schlechter. Im Moment bin ich als Ausbilder auf dem Unserträger Retribution. Meine Mutter Sandy ist dieses Jahr gestorben. Ich bin nochmal zum alten Haus gegangen und habe ein Kästchen mit deinem Silver Star gefunden. Mutter hat ihn immer aufbewahrt. Ich war im Marine-Football-Team und habe einen Schulrekord beim Diskus aufgestellt. Sandy meinte, du hast auch Football gespielt. Wenn du noch in Tennessee leben würdest, hätte ich mal vorbeigeschaut. Auf ein Bier oder so. Ich verzeih dir, dass du gegangen bist und hoffe, du bist nicht sauer, dass ich schreibe. Danke, dass du geholfen hast, mich auf diese Welt zu bringen. Ich wollte immer ein guter Mensch sein. Maynard Griffin. Jo, lieber Maynard. Oh Mann.
Sehr starke Worte. Mama und Papa, als ich zu den Marines ging, habe ich euch gesagt, dass ich bereit bin, mein Leben dem Kampf für eine gerechte Sache zu widmen. Wenn ich nicht mehr nach Hause zurückkehre, dann genau aus diesem Grund. Ich hoffe, dass ich zumindest ein bisschen heldenhaft gestorben bin. Und ich hoffe auch, dass ich euch stolz gemacht habe. Ich hatte mir selbst eingeredet, auf Distanz zu den Leuten hier zu bleiben. Aber das klappt nicht. Ich hatte hier keine Angst. Aber ich hatte Heimweh. Mama, ich habe letzte Nacht geträumt, dass du uns Abendessen machst und wir alle gemeinsam am Tisch sitzen. Sag Tante Joyce, dass ich sie lieb hab. Gib Bailey einen dicken Kuss von mir und einen neuen Tennisball. Wir alle hier haben Mutter und Vater. Aber Papa und du, ihr habt nur einen Sohn. Tut mir leid, dass ich es nicht nach Hause zurückgeschafft habe. Semper Fidelis. Euer euch liebender Sohn Todd. Ja, der liebe Todd ist auch tot. Scheiße, scheiße, scheiße. Also, echt berührende Worte, was die von sich geben. Die letzte hören wir uns auch nochmal an. Lieber Andrew, es ist Flottenwoche. Die Kriegsschiffe sind im Trockendock in der Dämmerung. Ich bin zu Hause, aber was ist das ohne dich? Ich wusste, dass ich hatte, was alle Frauen wollen. Ein Mann, der dem Leben mehr Bedeutung verlieh. Du warst meine hübsche, bessere Hälfte. Seit wir uns anblickten, dachte ich ständig an dich. Ich tue es immer noch. Bei mir hat mein innerer Antrieb mir meinen Rang gebracht, aber ich verlor meine Ehe. Bei der Marine lernt man, jede Mission abzuschließen und niemals aufzugeben. Daher werde ich dich immer lieben, ganz egal, wohin oder wann ich gehe. Danke. Es war ein Geschenk. Auf ewig in Liebe. Laura. Jo, und dafür kriegt man noch eine Trophäe, weil man sich das alles angehört hat. Friede in Gedanken. Ja, Leute. Wie gesagt, nochmal zum Schluss richtig geil eingefügt von Call of Duty. Bei Call of Duty, ist nicht von, ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, zu meiner Meinung. Was denke ich über das Spiel? Es ist, also das Spiel hat sehr viel Kritik erhalten, ja. Wenn ich auch einige Let's Player sehe, die fluchen, die sagen, okay, Battlefield 1, perfekt. Und Infinite Warfare, scheiße. Ja, Leute, was erwartet ihr? Fragt euch das selber mal. Was erwartet ihr von einem Spiel? Das Problem ist, also ich muss auch die Community ganz, ganz, ganz kritisieren. Also die Call of Duty Community. Das darf doch nicht sein, dass ihr so ein geiles Game runterzieht. Okay, es ist ein bisschen hochgegriffen. Es ist Fantasie, viel Fantasie drin, ne? Im Weltall und so weiter. Aber es ist doch scheißegal. Es ist ein richtig geiles Spiel. Leute, also, alle, die das Spiel kritisieren, ihr habt ein Problem damit, weil es nicht so gut ist wie die letzten Teile von Call of Duty. Ich glaube, das ist das einzige Problem, warum die Leute sagen, das ist schlimm. Weil die Vergleiche machen. Wenn ihr jetzt dieses Spiel mal gar nicht vergleicht, also einfach mal nicht vergleichen, lasst die alten Call of Duty-Teile weg. Nicht vergleichen, einfach mal durchzocken. Und dann das Spiel selber bewerten, als wäre es nur ein Teil, ohne Vorgänger. Und dann will ich mal hören oder sehen, was ihr sagt. Also das ist ein richtig geiles Game. Da gibt es richtig schlechtere Games, die 2016 rauskamen. Ohne Witz, Leute. Und noch was, es ist was Neues. Also man ist da im Weltall und sieht die Erde da, gerade wo, wenn ich davon spreche, kommt die Erde gleich gerade raus. Man sieht die Erde, man sieht den All, man sieht die Galaxis. Also, immer wenn wir in unserem Raumschiff waren, konnten wir ja die Mission auswählen. Und da an dem Pult, was ich meine jetzt, wo wir unsere Mission wählen konnten, Nebenmission und so weiter, da hat man nochmal gesehen, wo welcher Planet liegt. Also, die Sonne in der Mitte.
Und wo liegt die Erde? Wo liegt Mars? Wo liegt Pluto? Pluto ist am weit entfernten von der Sonne. Und das ist nochmal Auffrischung. Das ist nochmal Allgemeinwissen. Oder, ne? Das ist unser Leben. Also die Galaxis, das All, die Erde, die Planeten, das ist unser Leben. Das geht euch alle was an. Und hey, das ist richtig geil gemacht, ne? Und die Optik sowieso richtig geil. Ja, Leute, geht noch mal in euch und hört auf, solche Spiele zu kritisieren. Und ich verstehe auch nicht viele Let's Player, die das Spiel auch vielleicht nicht selber spielen, aber kritisieren das Spiel. Hey, was seid ihr für Let's Player? Was seid ihr für Gamer? Ihr sollt Games lieben. Wenn es richtig scheiße ist, okay, sage ich nicht, dann könnt ihr es kritisieren. Aber es ist geil, das Spiel. Also, das regt mich echt auf. Das ist das gleiche wie, ich spiele ja auch zurzeit das Mafia 3. Es eigentlich passt jetzt gar nicht hier rein, aber ich erwähne es mal ganz kurz. Meine Meinung dazu werde ich auch bei Mafia 3 zum Schluss sagen. Aber das ist dasselbe. Hey Leute, Mafia 3 selber gefällt mir. Am Anfang hat es mir nicht gefallen, ja. Aber weil ich auch die Vergleiche gemacht habe zu Mafia 2, weil Mafia 2 war Bombe, richtig geil. Aber Mafia 3 hatte dann sehr viele Fehler, ne? Und wenn ich mal die Vergleiche dann weggelassen habe, einfach mal weglassen und dann als ein eigenes Spiel sehen, das Mafia 3, das ist geil. Also, das ist ein Must-Have 2016. Das musste mal gespielt werden. Ja, nur so viel dazu. Was meint ihr zu meiner Meinung? Ich habe nicht immer recht. Ich rede vielleicht viel, ich erzähle vielleicht viel. Nimmt das Schönste raus und alles andere schmeißt es weg von mir. Ja, Leute, auf jeden Fall, ich danke für den ganzen Support, für die ganzen Supporter. Und ja, wenn ihr gerade zuhört, lasst doch bitte eine Bewertung da. Und schreibt mal in die Kommentare Momo, dann weiß ich, wer bis jetzt hier zugehört hat. Ja. Alles klar, Leute. Ich sag nur so viel dazu. Nochmal ein Game, ein klasse Game, fertig. Ein Must-Have 2016, sage ich nur. Jo, jetzt schaue ich mal, dass ich meine anderen Spiele durchkriege und dann, erst dann werde ich mir ein zweites Spiel, oder was heißt zweites? Warum? Wie komme ich auf zweites? Auf ein neues Spiel anfangen. Das war jetzt recht oder sehr viel in der letzten Zeit. Muss ein bisschen Pause machen. Mein zweites Baby ist unterwegs und da wird erstmal nicht viel Zeit sein, ne? Alles klar, Leute, ich lasse jetzt das nochmal alles durchlaufen hier. Ihr könnt, wenn ihr wollt, wegklicken oder weiterschauen. Ich weiß nicht, ob es nochmal eine Trophäe bringt fürs Durchschauen. Naja, haut rein, Leute, bleibt gesund, bleibt bei mir, unterstützt mich. Ich gebe es natürlich immer wieder mit Liebe, ne, und mit Qualität. Naja, ich halte jetzt einfach mal mein Maul und sage ciao. Jo. Yo-ho!